Guten Morgen aus Candy. Wir sitzen schon im Bus. Heute geht es nach Sigiriya, das wohl bekannteste Highlight Sri Lankas. Wir sind sehr gespannt und freuen uns. Wir fahren heute mit dem Local Bus dahin. Das wird bestimmt auch ein kleines Abenteuer. Wir sind endlich angekommen und so hat echt alles richtig gut geklappt. Wir sind ja mit dem Bus von Candy nach Dambulla gefahren und dort umgestiegen und jetzt sind wir am Sigiriya Rock oder auch dem Löwenfelsen genannt. Jetzt müssen wir noch ein kleines Stückchen laufen durch diese schöne Natur und dann geht's rauf. Der ganze Spaß soll leider $30 pro Person kosten. Das ist natürlich richtig teuer für sri-lankanische Verhältnisse, aber ich denke, es wird sich auf jeden Fall lohnen. Wir haben heute echt richtig Glück, denn es ist fast gar nichts los. Ich kann euch ja mal ein Bild einblenden, wie es hier eigentlich aussieht, aber heute haben wir einfach den perfekten Tag erwischt. Man kann mich in diesem Teil des Videos leider nicht so gut verstehen. Der Wind ist viel zu stark und wir brauchen mal ein gutes Mikro. Aber der König Kapascha war ein ziemliches Arschloch, denn er hat seinen Vater erstmal umgebracht, um sich dann an diesem wunderschönen entlegenen Ort sein Exil zu bauen. Um vor seinem Nachfolger bzw. seinem Bruder geschützt zu sein. Tja, hat nicht ganz geklappt. 18 Jahre hat er hier gelebt und man muss sich mal vorstellen, wie schwer das für die Leute der damaligen Zeit war, alle Steine und so hier hochzutragen. Ja, und wie gesagt, nach diesen 18 Jahren ist dann sein Bruder trotzdem gekommen, hat das hier eingenommen, ihn getötet und heute ist es trotzdem wunderschön anzugucken. Nice wäre das, wenn das jetzt ein richtiger Pool wäre und das hier ein 3-Meter-Sprungturm. Platsch! So heiß! Hier direkt neben dem Sigiriya Rock ist der Perudangala Rock, glaube ich. Und der ist auf jeden Fall deutlich günstiger als der Sigiriya Rock. Allerdings würden wir
wirklich empfehlen, trotzdem auf den Sigiriya Rock zu gehen, weil das Besondere ja diese geile Festungsanlage hier oben ist und eine gute Aussicht. Ich meine, in Sri Lanka gibt es so viele Wandertouren, die man machen kann, die findet man echt an vielen Orten. Wir sind unten angekommen vom Sigiriya und haben uns jetzt erstmal was zu essen bestellt. Wir haben 2 Currys, 3 Getränke und eine Froschspeise für nur 5 Euro ungefähr. Das ist ja echt richtig gut, vor allem vor so einer Anlage. Und generell können wir Sigiriya echt empfehlen, vor allem wenn man in Sri Lanka schon ist, sollte man das echt wahrnehmen, denn die Aussicht und die Tempelanlage ist echt richtig sehenswert. Jetzt lassen wir uns das erstmal gut schmecken und danach fahren wir zurück nach Kandy. Und das war's auch mit diesem Video. Falls es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Thank you.